Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Randall's Monday. Mir ist mal wieder die Aufnahme abgeschmiert. Ich musste also den Spielstand neu nachstellen und hab dabei Folgendes entdeckt. Wir haben ein Item vergessen einzusammeln. Das ist mir untergekommen beim Neu-Nachspielen. Und ja, das holen wir jetzt zusammen. Ich habe also, nachdem ich es eingesammelt habe, nochmal den Spielstand nachgestellt. Und jetzt können wir problemlos das Item einsammeln, ohne dass euch was verloren geht. Wie gut, dass das so früh am Anfang des Spiels passiert ist. Denn hier der Tube-Klebstoff. YouTube-Klebstoff. So. Da können wir doch mal wie auch immer. Wir haben jetzt Klebstoff und den weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Eine Tube können wir benutzen. Aber der Deckel sitzt fest. Da kann man bestimmt mit dem Draht reinpieksen. Zu trocken. Mit dem Draht kann ich nichts ausrichten. Eine Tube Klebstoff. Die Rasierklinge vielleicht. Okay. Na bitte. Sehr schön. Und jetzt kleben wir was? Vielleicht können wir damit, weiß ich nicht, irgendwie die Bahnfrau, die Schalterfrau ärgern. Den Schalter festkleben, damit das immer weiter klingelt. Bei ihr. Das muss nicht geklebt werden. Okay. Vielleicht den Hörer ins Telefon ist ja Blödsinn, dann können wir nicht mehr runterschmeißen, damit sie beschäftigt ist. Was soll's probieren, ne? Wenn es verkehrt ist, dann werden wir es noch merken. Wenn das klappen soll, muss ich vielleicht erstmal den Hörer nehmen, oder? Das ist natürlich super unauffällig, wenn sie da am Rumkramen ist, dann noch da reinzulangen. Aber okay. Tja. Der ist am Apparat festgeklebt. Tja. Ah, okay. Wenn wir jetzt anrufen. Nice, dann können wir jetzt darüber hüpfen. Alle Theorien völlig falsch, von wegen Kreuzworträtsel lösen. Und hüpf. Stehen bleiben. Toll, das war ja richtig. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie Freund dich. Und Helfer. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Aus Gründen. Ich bin ein armer, glückloser, irischer Einwanderer. Großer Gott, was soll denn nun werden? Es ist nicht meine Schuld, die Lady am Schalter. Kommen Sie, die ist nun wirklich ein Kandidat für die Angestellten des Monats, die alte Hexe. Sehen Sie, Mary, ich bin ein Geheimagent. Ich folge einem Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Sehr schön. Murray, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Wirklich? Ach, ich habe schon immer davon geträumt, für den Secret Service zu arbeiten. Okay, ich schaue Ihre Papiere. Wie kann ich helfen? Ach du Scheiße, das geht auch noch. Das ist recht heikel. Sie müssen verstehen, dass ich extrem diskret... Extrem diskret war richtig. Bleiben. Also kann ich Ihnen vertrauen, Murray? Kann ich voll und ganz auf Sie zählen? Unter uns ist ein KGB-Agent. Psst. Bei allem, was ans Heilig ist, Murray, beweinen Sie stillschweigen. Bei dieser Operation steht einiges auf dem Spiel. Das da. Nun,
Das ist recht heikel. Das müssen Sie verstehen. Ich muss extrem diskret bleiben. Also, kann ich Ihnen vertrauen, Murray? Kann ich voll und ganz auf Sie zählen? Natürlich, Sir. Ich bin kein Idiot. Ich wurde von den Besten trainiert. Ich erwarte Ihre Anweisung. Genau. Ah, wie schön. Hier im Hintergrund Grillen an den Pyramiden und hier die Grillausrüstung. Und da auch die Grillen. Wo grillt er denn da? Keine Ahnung. Ist das hier ein Affenkopf? Könnte auch was von Monkey Island sein. Ich verfolge einen Mutanten. Sie wissen, einen dieser Freaks, die die Welt vernichten wollen. Ich bin ein Geist und komme zu spät zu meiner eigenen Beerdigung. Bitte, ich will das wirklich nicht verpassen. Die Maulwurfmenschen erheben sich wieder aus den Tiefen. Okay, ich verfolge einen Mutanten. Sie wissen schon, einen dieser Freaks, die die Welt vernichten wollen. Hey, nicht alle von denen sind bösartig. Professor Xavier leistet großartige Dinge. Bildet sie aus und bringt ihnen bei, ihre Kräfte zu kontrollieren. Ist klar. Reden wir da gerade wirklich drüber? Hey, du hast damit angefangen. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Verdammt. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es. Ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich es heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Ich dachte gerade, bei mir bebt alles, aber das war die U-Bahn im Spiel. Das ist aber auch verwirrend. Ich habe gerade einfach testhalber mal an meinem Schreibtisch ein bisschen gerüttelt und genau in dem Moment fängt es wieder an mit der U-Bahn. Der hat aber auch schon überall gegrillt, oder? Hallo? Wieso kann ich nicht mehr angucken? Bilder angucken? Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Whoopi Goldbergs. Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Okay, wir nehmen vielleicht eine von den Figuren hier mit. Figur? Da war doch hier. Ein Globus voller kleiner Murrays. Es hat begonnen. Sie sind bereits hier. Hey, Mini Murray, du gehörst jetzt mir. Mehr Figuren können wir nicht mitnehmen. Die braucht man zum Grillen. Boah, wie der Globus auch wackelt. Die nehme ich lieber nicht mit. Könnte gefährlich sein. Ich kenne jemanden, der ganz scharf auf Würste ist. Ich auch. Damit laufe ich bestimmt nicht rum. Aber vielleicht mit der... Nee. Können wir noch mehr sehen? Nö. Officer Murray, ein Freund und Helfer. Heilige Macaroni! Sie haben da aber einen beeindruckenden Globus, Murray. Das ist der Kleine. Ich war schon in einer Menge Ländern. Für jedes steht da eine kleine Murray-Figur. Vielleicht können wir jetzt die Figur ganz woanders hin tun. Die lege ich nicht zurück. Das ist jetzt meine. Okay, vielleicht tun wir die jetzt auf den Grill. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir behalten die erstmal. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst so tun soll. Ciao. Halt, wir gucken erstmal. Das ist der Ausgang. Aber da komme ich jetzt nicht raus. Doch. Nicht so schnell, Junge. Ich sagte, du bleibst hier, bis ich mit dem Bericht fertig bin. Und ich bin ziemlich ungeschickt und legasthenisch, wenn es um Papierkram geht. Dann also noch eine Weile da. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Du warst sowieso schon spät dran. Ein paar Minuten mehr machen es jetzt auch nicht fett. Also hinsetzen, Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Toll. Mann, so hänge ich hier bis Mitternacht fest. Ich muss einen Weg hier rausfinden oder ich verliere meinen Job. Ich wette, ich muss den Grill anschmeißen, aber ich weiß nicht, wie zündet man den Grill an, wenn man kein Feuerzeug hat. Wir könnten da die Zeitung reintun. Eher nicht. Wir könnten das fettige Papier da reintun. Hey, da mache ich doch alles dreckig. Das ist jetzt nichts, was ein Randall aufhalten sollte eigentlich. Tja. Das
Ich kenne jemanden. Ein gelockerter Bolzen. Ich glaube, der Bolzen hat sich etwas gelockert, aber löst sich noch nicht ganz. Tja. Nee, rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Tja, Schmiermittel, ne? Mal sehen, was passiert. Geh mal weg da. Gut geölt. Sollte sich jetzt eigentlich lösen lassen. Und los geht's. Der tut aber auch alles gleich ins Inventar. Oh oh. Der rammt ein Loch in die Wand, oder? Bum, bums. Oh, na toll. Verschwinde, ihr Junge. Jetzt sind die beide da drin. Dann hüpfen wir hier nochmal drüber. Mal gucken, okay, was passiert. Genug rumgelabert. Ich brauche ein Ticket und ich brauche es jetzt. Bin schon wieder hier. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Na yes. Also. Randall wins. Na, sehr schön. So. Randalls Wohnung, Threepwood Station. You are here. Amazon Express. Ach du Kacke, wie muss er mindestens zweimal umsteigen? Das ist doch. Okay, wir haben hier die Lovelein, die Schaferlein, die Gilbertlein und die Purcelllein. Amazon Express. Wenn du jemals festhängst oder eingesperrt wirst, denk dran, es gibt immer einen Ausweg. Der Schlüssel zur Flucht in jedem Szenario ist immer dein Inventar. Sehr gut. Dum-dum. You shall not pass. Schön. Na, welcher Film? Genau, Herr der Ringe. Oh, und hier das Schild. Emerson Express mit den beiden Portalen. Natürlich aus Portal. Gucken wir mal im Geldautomat nach, was da der Kontostand sagt. Geldautomat? Kann ich nichts mit anfangen. Ja, wäre schon geil, aber... Nein. Eine Koala-Convention in der Dr. Fred Edison Street. Hey, da wohnt Matt. Melz, Pfandleihe, Qualitätsschrott zu fairen Preisen. Klingt interessant, nicht. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Da braucht man wohl eine Münze. Tja, Münzen haben wir. Wo denn? Wir haben kein Geld mehr. Wo ist unser Geld? Sind wir fürs Ticket rausgehauen, wa? Oh, wir hatten Geld. Gut, kein Geld mehr. Da ist nur noch die U-Bahn, da sind wir hergekommen. Hydrant. Ich denke mal, nein. Den nehmen wir nicht mit, na gut. Manchmal juckt es mich echt mal Feuer zu legen, nur um zu sehen, ob diese Dinger überhaupt einen Zweck erfüllen oder einfach nur dumm rumstehen. Mir scheint, das ist eine sehr amerikanische Region hier, in die Kanalisation. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten, tja, wir werden es wohl nie erfahren. Ich kann die Kanalisation nehmen. Ich hoffe, er geht da nicht rein. Dann. Nein. Okay. Ein Fremder, mit dem brauchen wir nicht zu reden. Bank. Scheiß da hat Bank. Er ja nichts so mit zu tun. Ne? Scheiß Bank. Bitte was? Bist du krank? Scheiß Bank. Wer ist schlank? Scheiß Bank. Wer bezahlt den Tank? Scheiß Bank. Nein,
Danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Wie überlebt man eigentlich ohne Konto? Also, geht das überhaupt? Man kann von hier ins Büro schauen. Ich will das Schaufenster nicht einschlagen. Na gut, dann ist es wohl gleich soweit. Kann man vielleicht auch zweckentfremden. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Schwupp. Und das andere können wir nicht. Da geht's zu den Bahnsteigen. Hä? Okay, da geht's zu den Bahnsteigen und hier geht's zu... Na? Auch zum Bahnsteige. Zu den Bahnsteigen. Okay. Halt, was war das jetzt hier gerade? Rohr. Ich glaube, da ist was drin. Nice. Das nehmen mal wir. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh. Eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Geil. Wir haben unsere eigene eklige, vergammelte Zitrone. Wuhu. Ja, dann beenden wir die Folge auch mal wieder. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie das hier beim Amazon Express Courier Service zur Sache geht. Wenn die das tatsächlich mit solchen Portals hinkriegen, dann ist das ein ziemlich geiler Arbeitsplatz, glaube ich. Naja, bis zur nächsten Folge.